Bin ich auch wieder da. Heute ist relativ ruhig, ne? Also so viel los ist jetzt nicht zwingend. Entschuldige, Pferd. Ich hasse Speere. Ich hasse die so sehr. Scheiß Falke. Also Speere ist wirklich echt mein Nemesis. Nirsch. Haben die doch schon wieder ein paar Leute gekillt. Zusammengepfercht wie eine Meerjungfrau. Konnte sich nicht verteidigen. Nicht mal ducken. Das ist nicht schön. Nicht nett. Na, komm her, du Lümmel. So. Pferdchen lebt aber noch jung allein. Es hat nur ein bisschen Aua gekriegt. Kilometer. Das ist natürlich übel. Vielen Dank. So. Irgendwann machen wir einen friedlichen Aushalt. Ah, oh, das ist auch süß. Das ist doch knuffig. Ein Geräusch. Das war's jetzt. Lass mich in Ruhe, du Lümmel. Was hatte der davor? Als gäbe es nicht genug Probleme hier. Mit den ganzen Mongolen. Nein. Auch noch irgendwelche Abtrünnigen. Und was weiß ich noch alles. Hallo, ja, der Buddel. War das gemein? Ein bisschen vielleicht. So, wollen wir jetzt erstmal mit der Massaker weitermachen.
Hallo Kranich. Wo ist denn euer Herr der Kraniche? Kämpfen wir! Wer seid ihr denn überhaupt? Mehr als nur Mongolen. Wir haben ihn. Das verstehe ich aber jetzt nicht. Wer oder was sind die? Und warum sind die so sauer auf uns? Ich dachte, es geht darum, von Mongolen besetztes Gebiet zu befreien. Hm. Weirdo! Aber wenn ich Weirdo sage, muss ich immer so ein bisschen dran denken an Drawn Together. Wo er dann irgendwie mit Elastigirl oder so oder mit dieser Gummi, mit so einer Gummilady Parodie, dann die ganze Zeit rumvögelt. Und dann hatte er, glaube ich, als Jugendpakt, wenn sie mit beide mit 30 noch Single Singles sind, dass sie dann heiraten und so ein Scheiß. Und der hat halt voll keinen Bock drauf. Und dann knallt er die dann halt. Und überall sieht er halt irgendwelche Tattoos. So nach dem Motto, ja, ich hebe mich für einen Helden auf. I love her. Was ist denn her? Dann halt direkt am Arsch. Dann zieht er halt die Arschbacken auseinander. Und das O ist halt einfach die Rosette. Hero! Was ist das denn für ein gerissenes Tattoo? Zeig mir, was ihr könnt. Da muss ich halt immer irgendwie, immer wenn ich Weirdo sage, muss ich mal lachen. Yo! Ja, natürlich, man kann es übertreiben. Hallo Inulein! Ja, natürlich! Alter, was geht denn hier? Warum sind alle auf einmal gegen mich? Vor allem, dass wir gegen die Mongolen kämpfen, ist eine Sache, aber das andere ist auch ein bisschen übel. Also, das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Hallo, ich wollte Kunai. Wie geht's dir, Hino?
Gibt mir eigentlich hier so ein Kranich was? Ich will es mal probieren. Ich nehme gerade ganz viele Erkältungssachen, weil ich sehr lange kein, weil ich die ganze Zeit Husten habe und ich werde den einfach nicht los. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut, also ich kann da jetzt nicht meckern. Judah war nun ein bisschen mad auf mich, weil ich aus Versehen ein Pferdchen abgeschossen habe oder in Brand gesteckt. Das eine habe ich mit dem Kopfschuss gekillt. Ja, wir haben jetzt Tomoe geklatscht und die hat gesagt, wir sollen aufpassen, weil sie mit mir geredet hat, dass er uns nicht killt, der Sensei Ishikawa. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie Tomoe, die die ganze Zeit ja ach so böse Mörderin und Pipapo war und seine Schülerin, er wollte sie zur Tochter machen, die hat mit mir geredet, anstatt uns kaltblütig zu killen, wie er gesagt hat. Dementsprechend ist die Frage, warum? Ich habe nämlich das ganz komische Gefühl, dass der Bogenschützenmeister nicht ganz so sauber ist. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Pfeile. Was gestern? Gestern einen schönen Stream verpasst. Jetzt die letzten paar Male wieder ein bisschen Ranch Simulator gestreamt. Ich hoffe, dir ging's gut. Ini chulu mo samurai ho yor somsono. Yamar nigim harbo. Tet harwaswe. Som nasir bokongjus. Achis beri. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich hasse Speerkämpfer.
Ja, ist doch gut. Die sind echt mein Nemesis hier. Wir hatten auch, ich weiß gar nicht, ob du auch eine von den Zuschauern gehörst. Aber ich glaube, meine, ich glaube, YouTube-Videos von mir guckst du nicht, Hino, ne? Habt Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Weil beim letzten... Letzte Woche haben wir nochmal ein bisschen Horizon Forbidden West aufgenommen. Auch im Stream. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Let's Play-Aufnahmen, die ich, für Dingsbums mache, für YouTube sind wir im Stream wesentlich angenehmer. Weil theoretisch ändert sich ja nichts. Aber ich kann zur Not halt auch noch mit euch so ein bisschen quatschen. Nur, dass ich dort halt den Chat, wie du siehst, halt nicht eingeblendet lasse. Was bei YouTube ja schon der Fall ist. Bei Ghost of Tsushima. Okay. Sind Negumben. Bin doch dabei. Alles wird wieder gut. Gut, wenn du YouTube nicht schaust, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Endlich frei. Dass ich dich zum Beispiel bei Horizon Forbidden West spoiler oder so. Dann lasse ich es einfach. Der Sansu klingt gerade ganz schön. Da kann ich einfach alles raushauen. Ich habe mir jetzt The Last of Us installiert. Ich bin mal am Überlegen, Last of Us 2 mitzunehmen. Noch. Oh. Auch noch zu holen. Weil Yuna guckt ja auch Dingsbums. Yuna findet Forbidden West ja auch ganz cool. Aber soweit ich weiß, guckt sie kein YouTube. Ich stehe tief in eurer Schuld. Dementsprechend würde ich das einfach so lassen, wie es ist. So. Töte einen Gegner aus der Deckung einer Rauchbombe. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe mir jetzt auch mal eine neue... Geht das so eigentlich? Ich habe meinen Speicher mal ein bisschen erweitert. Hat mich auch knapp 140 Euro gekostet, aber immerhin... Habe ich mir in meine PS5 jetzt eine erweiterte Festplatte reingebaut, sodass der Konsolenspeicher schön leer bleibt.
Also man kann gegen Blacy-Fans sein, wie man will. Das mit dem Hin- und Herwechseln zwischen Spiel und Haupt... Startscreen. Um was nachzugucken, Konsole zu managen, etc. Das läuft bei der Switch wesentlich angenehmer. Bei aller Liebe. Böser Hund. Bin doch schon dabei. Und da muss man einfach sagen, da ist die Switch wesentlich angenehmer. Man muss da nämlich nur einen Knopf drücken und es wechselt. Und hier ist es halt ein bisschen schwierig. Ihr seid Gosaku ebenbürtig, mein Herr. Nehmt als Zeichen meiner Dankbarkeit den Schlüssel für seine Rüstung. Ich weiß nur nicht, ob das bei der PlayStation 4 auch so kompliziert war. Aber wenn ich im Spiel bin, muss ich den PlayStation-Button für 3 Sekunden drücken, dann komme ich hier hin. Komme aber so nicht mehr zurück. Jetzt muss ich den PlayStation-Button einmal drücken, dann runter zum Wechsler und zurück zum Spiel. Weird. Obwohl ich es eigentlich gewohnt bin, wenn ich den Button jetzt 3 Sekunden drücke, oder generell den Button, den Home-Button sozusagen, komme ich auf die Startseite und kann aber auch direkt gleich wieder zurück zum Spiel wechseln. Ich weiß nicht, ob das bei der PlayStation 4 auch so ist, weil soweit habe ich... Ich habe die PlayStation 4 halt nicht so lange besessen. Also, ich habe sie hier noch im Schrank stehen, ja. Aber so lange habe ich sie nicht. Also so lange habe ich sie nicht benutzt. Muss man einfach so sagen, wie es ist. So, haben wir das Gebiet mal befreit, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. So, Sora. Vielleicht sollte ich mal anfangen, mal wieder gründlicher abzugrasen. Yo. Ja, ist ja gut. Jetzt räumen wir nicht rum. Heute lässt er sich aber ein bisschen... Oh, guck mal, da ist wieder so ein rotes Feld. Also optisch, das Spiel einfach eine Bombe. Und wir spielen die PS4-Version. Also wir haben jetzt hier nur das 60 FPS-Upgrade bekommen. Weißt du was, hier bleiben wir jetzt. Schönes Mohnfeld mit schönen Blumen. Schön warm. Die Sonne. Hier bleiben wir jetzt. Machen wir so ein schönes Picknick. Haben wir was zu trinken. Einen schönen Tee. Oder eine schöne Cola. Ein paar Spiele. Wer macht mit? Feld der roten Piloten. Ich glaube, das war ein Reh. Ob die Tiere geben uns halt nichts, deswegen. Ja. Ja, ist ja gut. Das ist mit den Kunais echt besser. Weil so hauen sie halt nicht ab. Und ich brauche halt die Raubtierfälle.
Aber so langsam gewöhne ich mich an die PlayStation-Steuerung. Ich habe mir meinen USB-Grabber, den ich ja dem Dominik mitgegeben habe, konnte den ja auch behalten. Den habe ich mir zeitgleich mit einem USB-A, also mit einem normalen USB, zu Bluetooth-Adapter bestellt. Mediamarkt hatte seine Chance. Okay. Oft genug. Sie haben es seit Monaten nicht geschafft. Jetzt war mein Grabber aber heute schon da. Und am Montag kommt erst der Adapter. Deswegen muss ich noch diese großen Kopfhörer benutzen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie lange die kleinen Kopfhörer, die ich ja für mein iPhone benutze, zur unterwegs Musik hören, wie lange die standhalten von der Klangqualität. Ja, super. Aber generell, wie lange die von der Akkuleistung her durchhalten. Auf der Verpackung stand 13 Stunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein kleiner Ohrknopf 13 Stunden durchläuft. Und so einen Akku möchte ich mir eigentlich sehr ungern ins Ohr stecken. Oder ob das einfach nur die Ladestation ist. Wenn die einmal geladen ist, dass die Leistung für die Kopfhörer hat für 13 Stunden. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber bis jetzt, ich Vollidiot, habe die Sachen ausgepackt und halt die Verpackung weggeschmissen. Dementsprechend kann ich das halt nicht beurteilen. Aber wenn die wirklich so 3-4 Stunden aushalten, dann sind die für Aufnahmen solide. Diebesversteck? Für was? Ich weiß nicht, ob ihr da mit diesen Dingern Erfahrung habt. Halt, Ronin! Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte, kommt mit mir. Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. Aber eigentlich wollte ich doch... mit der Masako weitermachen. Gut, wer weiß, vielleicht ist die ja da. Ich bin die Befehle. Fürst Sakai, das ist Fürstin Sanjo. Willkommen in der Umugi-Bucht. Hallo, Süße. Entschuldigung. Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hier zückt niemand eine Waffe, außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Und jetzt? Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Interessant. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Danke. Ihr seid jederzeit willkommen. Die ist voll lieb. Wir könnten einander helfen. Gerne, gerne. Die scheint echt lieb zu sein. Das ist jetzt unsere neue Hino. Autsch. So, was hast du denn? Schnellfeuerwaffen. Ah ja, was voll ist, ist voll. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal, mein Herr.
Ich wollte doch Fürstin Masako. Sag bloß, ich bin dem Falschen gefolgt. Ich sag nix. Ich trinke zu viel Cola, muss die ganze Zeit Pipi machen. Oh, das lag an den Litern von Tee, die ich vorher getrunken habe. Omi-Tempel. Hier war ich doch auch schon. Ach, Mann. Gut, ich meine, ich könnte ja hier geradeaus gehen und das Mongolen-Gebiet nochmal befreien. Aber ich glaube, hier war ich schon. Und das war keine gute Idee. Ich würde sagen, dann machen wir erst das Gehöft hier. Befreien wir. Und treffen dann Masako. Das sieht schon geil aus. So Halloween-mäßig. Ich sage es euch, der mongolische Kaiser hat seinen Thron auf dem höchsten Berg am Mittelpunkt der Erde. Ja, genau. Mittelpunkt der Erde. Ist nur interessant, dass die Erde eine Kugel ist und somit hat sie eigentlich keinen Mittelpunkt. Beziehungsweise wir wissen, dass die Erde so eine leichte Ellipse ist. Also ein gequetschter Kreis. Dementsprechend Mittelpunkt ist halt schwierig, weil je nachdem von was man es betrachtet, hat die Erde zumindest äußerlich keinen Mittelpunkt. Ich meine, der Äquator ist der breitere Erdballteil, der am nächsten zur Sonne ist. Die Pole sind die Neigungsachse der Erde, die sich am wenigsten... Also die drehen sich genauso schnell, aber haben den kürzesten Weg um die eigene Achse sozusagen. Und dementsprechend ist halt der Mittelpunkt eigentlich nur vom Kern aus definierbar. Und da ist halt natürlich die Frage, Erdkern, Mittelpunkt, will man da einen Thron haben? Wird ein bisschen heiß, bei aller Liebe. Und ich glaube das nicht. Also ich würde da jetzt nicht hin wollen. Mongolisches Gebiet. Ich will halt ungern die Arbeiter hier in Gefahr bringen. Ups. Upsi, upsi. So, weg mit dir. Halt dein Maul. So, weg mit dir. Komm, grad noch mal, weil es so schön war. Mach Sitz. Oh, du blöder Köder. Oh.
Wo sind sie dann alle hin? Es ist gut, dass sie sich da verstecken. Das bedeutet, von hier dürfte es keine Gegner mehr geben. Dün, dü, 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 dün, dü, dün, 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 dün. Kennst du eigentlich Horizon Forbidden West, Tino? Und wenn ja, wie findest du das Spiel? Das würde mich mal interessieren. So im Allgemeinen, so selbst spielen, zugucken, je nachdem. Haben wir doch alles. Ja, sehr gut, Pferdchen. Ich mach euch nicht platt. Da hat die Yuna was. Bald seid ihr frei. Dagegen. Und das Gebiet mache ich noch, dann können wir den Part beenden. Vorsicht da draußen. Pass auf dich auf. Ach Quatsch. Nutze die Chance weise. Ist das der letzte? Ich meine, ich finde das ziemlich genial und aufregend, dass man auch hier so unten drunter durchkrabbeln kann. Das ist eine nette Idee. Ich kann da nichts anderes sagen. Nur, dass ich halt dann aussehe wie so ein Dreckspatz, ne? Das ist dann wieder eine Sache, ne? Man könnte so viel mit den Spielen machen. Man könnte so viel mit den Spielen machen, wenn die nicht so lang wären. Wenn das jetzt kürzer wäre zum Beispiel, ne, dann könnte man sagen, okay, wir machen eine Challenge. Und gucken mal, ob wir das vielleicht durch einen Mod oder so irgendwie in First Person kriegt. Und dann könnte man so eine First-Person-Challenge machen. Na gut, im brennenden Haus halten sich auch die Mongolen nicht auf. Ja, ist ja gut, Mädchen. Sindwen!
Chiharu. Na komm her. Das, ja. Das wäre eigentlich mal so ganz cool, so First Person und dann muss es halt durchschaffen und so weiter und so fort. Oder so generell so Challenges oder so. Wo sind denn hier noch? Da ist noch ein Lümmel. Komm, du kleiner Lümmel, wo bist du? Meine Klinge und du, die werden per Du. Und jetzt reim ich einfach Du mit Du. Das finde ich super und bin eine blöde Kuh. Yay! Nee, keine Ahnung, die gleichen Wörter miteinander reimen ist auch ein bisschen dämlich. Ja, das hat nicht wirklich was gebracht, aber ich verstehe nicht. Hat Stich gemacht und unten ist er. So. Ja, ist doch gut. Immer so fordernd. Ein Gegner in der Nähe befreit mich nicht. Bin auf dem Weg. Schneller. Geht. Gebt auf euch acht. Und du bist ein Symbol der Forderin. Gut. Würde ich sagen, YouTube, bis zum nächsten Part und ich bin nochmal Baby machen und bin dann wieder da.